Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Heute machen wir mal einen kleinen Extremtest. Extrem verschmutztes Tuch, dazu ein bisschen Chlorix und dann schauen wir mal, wie das Waschergebnis ist. Zuerst kommt Schminke ordentlich drauf. Bisschen verreiben den ganzen Spaß. Dazu noch etwas Lippenstift. Bisschen Fasermaler passiert ja bei Kindern öfter mal, dass sie mit den Buntstiften rumspielen. Ein wenig Ketchup kommt auch immer ganz gut und landet gerne mal auf der Kleidung. Auch das wieder schön verreiben, damit es ordentlich in den Fasern sitzt. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Maggi drauf. Danach das Ganze ab in die Waschmaschine. Grad. Und ein bisschen Chlorix dazu gekippt. Das Ganze dauert 2 Stunden 9 Minuten circa. Ich habe natürlich nicht den kompletten Waschgang gefilmt, sondern immer mal wieder zwischendrin. Das würde sonst zu lange dauern.
So, nachdem der ganze Spaß fertig war, schauen wir mal, was das Ergebnis sagt. Auf den ersten Blick schaut alles relativ gut aus. Relativ sauber geworden. Ein kleiner Fleck ist dann doch übrig geblieben. Aber ich denke mal, mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein.